Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Hallig Petrus. Im Hallig Petrus Gaming. So gedüngt haben wir fertig, wir können gleich pofen gehen, wenn ich den Schlafträger finde. Das ist alles soweit ready. Viecher sind versorgt. Gucken wir gleich eben nochmal rein, bevor wir schlafen gehen. Aber laut Adam Riese und Eva Zwerg müsste das alle tutti sein, ne? Das ist schon mal ornös. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Düngerstreuer eben wieder reingestellt, ne? Mit 20 cm? Ja. Die hängen wir mal eben ab. Den brauchen wir nämlich, glaube ich, nicht mehr. So, das haben wir. Perfekto. Ja, genau. Das haben wir. Die Nachbarn sind auch schon zu Hause. Das ist gut. Schlafträger ist, glaube ich, hier irgendwo, ne? Hier war der, glaube ich, ne? Ja, okay. Wir gucken mal eben rein. Bei den Tieren. Aber sonst müsste eigentlich alles gut sein, ne? Ihr habt noch genug. Ja. Das läuft. Die haben noch genug. Da auch. Läuft. Alles klar. Wir machen das mal aus. Ja. Bis 7. Schlafen. So, hoffentlich haben wir jetzt gut Wetter, ne? Ne, muss ja auch regnen und so. Perfekt. Oh. So, hier noch alles gut. Ja, ne? Ja. Wir müssen mal eben ein Kückerchen machen. Weil sicher ist sie hier. Der sieht immer nur so verkrüppelt aus. Der muss ja jetzt Erntereis sein. Guck dir den mal an. Ich wollte gucken, ob das Wasser, ob die Flut weg ist. Weil dann könnten wir nämlich gleich eben Kalkrin organisieren und ein bisschen Silo. Obwohl, wir gucken mal gleich ins Silo. Ist das am meisten schon erntereif? Muss ja. Müssen wir gleich mal gucken. Eigentlich müssen wir häckseln und so. Aber so wie der aussieht, ist er immer noch total verkrüppelt. Wie sieht's hier aus? Und noch weiterlaufen. Nee, ist, doch, guck mal. Perfekto. Perfekto. So wollten wir das. So steigen wir eben hier aus. Wir müssen erstmal hier noch. Ist hier noch gucken, ne? Was sagt unsere Silage? Oh, das dauert noch. Schwierig. Okay. Die haben noch Mischration. Ihr habt auch noch Mischration, okay. Ne, dann brauchen wir nicht so unbedingt Silage kaufen, ne? Ich würde sagen, wir gucken mal eben, was der Meister. Was der für eine Wachstumsstufe hat. Wir können doch häckseln. Ja, wir müssten häckseln können. Ja. Gute Frage, nächste Frage, ne? Ja, wisst ihr was, wir probieren das jetzt aus. Dass wir hier an Stissel kommen. Sonst wären wir nie fertig. Oh, ist unsere Wiese eigentlich erntereif? Da müssten wir nämlich auch noch Heu machen, ne? Langsam rausholen das Moped, ne? Dann schicken wir nachher eben den Fan drüber Kalkholen. Wenn es denn alle so klappt, wie es klappen soll. Dann lassen wir eben den Wagen da raus. So. Hoffentlich klappt der. Perfekt. Abflug.
Das für unsere Silage fertig kriegen, das ist ja auch wichtig. So, langsam reingestochen hier. Oh, ist erntereif. Perfekto. Und jetzt brauchen wir erstmal ein Bildchen, ne? Weil sonst weiß ja keiner, worum es geht. Ja, mitten in Gras, ja, ist egal. Tudok! Danke. Abflug. Guck mal, läuft hier. Die erste Häckselung. Ja, viel kommt nicht zusammen. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir sind ja auch noch ziemlich früh in dem Status, ne? Wachstumsstatus. Aber bevor hier schlecht Wetter ist, muck wieder das fix ab. Sicher ist sicher. Oh, 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 langsam. Ist ja gar nicht. So, langsam. Ja. War nicht so günstig, aber geht. Guck mal, wir häckseln den ersten Mais. Perfekto. Dann haben wir das nämlich auch schon geschafft. Richtig gut. Dann schicken wir mal gleich eben erst. Ne, fahren wir mit dem Deutz rüber. Ja, können wir mit dem Deutz eben gleich rüberfahren. Dass wir kalt kriegen. Dann müssen wir doch ein paar Mal öfter fahren, ne? Ja, guck mal. Herrlich. Wenn wir jetzt faul wären, würden wir das komplett alleine machen lassen. Ne? Aber da wir nicht faul sind, machen wir das selber. Ne? Wir haben jetzt CP und AD. Oh, wie ist der irre? Ich sehe das gar nicht. Dass die Hälfte stehen. Aller Anfang ist schwer, ne? Hier ja. Unseren alten Hexel läuft, aber echt tutti. Coole Stoppel, ne? Also ganz ehrlich. Perfekt. Was willst du mehr? Echt, das läuft. Immer wieder sie anstrengen. Cool. Ich glaube nochmal runter Lungenkorb, ne? Hängen wir eben die Bude ab. Stell den mal eben hier an der Seite. So, und dich brauchen wir gleich. Ja. Wir müssen ja mit dem Deutz fahren. Ja komm, hol mal eben erst den Wagen. Willst du mich gerade für Scheiße? Wieso geht denn jetzt Kong Kong rein? Alles klar. Sandy, aufpassen. Das läuft nicht. Das haben wir. Und den fahren wir da eben drin. Dann müssen wir gleich eben den Deutz fertig machen, dass der schon mal aufs Festland kann.
Hinten, ne? Alles klar. Das kann was werden. Hier so ein Häckseldrama, ne? Müssen wir uns nichts vormachen, ne? Aber halb so wild. Also mal gucken, in welchen Gang wir da durchheizen, ne? L4? L1? Könnte vielleicht gleich hinhauen. Wir müssen jetzt halt testen, ne, in welchen Gang wir fahren müssen. Damit das einigermaßen. Weil wir können bald. Ja, viel schneller. Ja, doch, wir müssen schneller fahren. Und dann müssen wir von beiden Seiten fahren. So, das haben wir. Eben aussteigen. Wir brauchen den Schlepper hier. Der muss jetzt ratzifatzi aufs Festland. Nehmen wir uns nämlich Kalk holen, dass der Kalk da ist. Vorher läuft hier gar nichts. Ja, die musste noch ein Stück zurückgeschoben werden. Ey, Junge, vorne ist echt Glückssache. Kriegen wir die Bude überhaupt angehangen? Junge, Junge. Ja, okay. Dann Vorwärtsgang rein. Machen wir Front oder so. Halt mal kurz an. Gib mir mal AD. Du fährst mir jetzt bitte zum Festland. Das brauchen wir nicht. Dann Einkaufshändler Jansen. Da fährst du hin. Alles klar. Lass mich hier aber raus. Wir kaufen mal eben Kalk, ne? Kalk. Kaufen. Und nochmal kaufen. Dann müssten wir auf jeden Fall erstmal lang kommen, ne? Ich hoffe, dass die Silage durchgegoren ist bis zum Abend, ne? Wenn nicht, müssen wir dann nochmal irgendwie Silage ran organisieren oder was? Weil die hat erst 71%, ne? 71%. Schwierig. Wir müssten auch mal den Ladewagen hier aus dem Silo fahren, ne? Das wäre vielleicht auch ganz tüffig. Aber wohin stellen? Gute Frage, nächste Frage. Guck mal, Uwe! Uwe streunert da auch wieder rum. So, den eben hier rausgeholt. Er lädt's nicht leer, ne? Ist ein bisschen schade manchmal. Oh! Oh, 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 oh. Ja, dann erstmal hier zurückschieben. Stellen wir den eben hier so an der Seite. Das stört er ja gerade nicht so. Ruck! Perfekt! Abfahrt! Junge, 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 das wird ja ein Drama. Aller Anfang ist schwer. Sagen wir, wie es ist. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher. Ne? Wenn es euch gefallen hat,
würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!